Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So einen neuen verrückten Abenteuer von mir und Micha. Micha ist nicht hier im Auto. Der fährt gerade hinter mir her. Weil, warum, wieso, weswegen? Das seht ihr alles nach dem Intro. So, liebe Zuschauer. Ihr fragt euch bestimmt, was macht der? Was will der von uns? Kein Lausplace. Es ist wirklich diesmal kein Lausplace. Micha und ich haben uns mal unterhalten und haben uns gesagt, die ganzen Projekte, die wir vor uns haben, ist jetzt egal, ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr. Haben wir uns gedacht, wir bräuchten ein größeres Auto. So, woher nehmen, ne? Ja, da ist es halt zum Thema gekommen, Micha gibt seinen alten Firmenbus weg. Mercedes Vito Bus. Seht ihr gleich, wenn wir bei mir an der Garage angekommen sind. Das Problem ist, er stand schon eine ganze Zeit lang bei mir. Hab den halt nicht zeigen können, weil ich halt komische Nachbarn habe. Auch coole Nachbarn, weil der Bus halt mit Folie überfohlt ist, sagt man nicht so? Glaub schon. Und der eine Nachbar hatte von mir schon mal mit Erlaubnis natürlich angefangen, die Folie abzumachen. Dann habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du weitermachen, alles gar kein Problem. Ja, jetzt ist nur die Situation. Ich habe zu meiner Wohnungsbaugesellschaft ein gutes Verhältnis und die riefen mich dann an. Hier, Matthias, so und so sieht's aus. Wir wollen halt nicht, dass du Ärger kriegst. Und das haben sie schon der eine oder andere beschwert, weil der Bus da immer steht. Ich habe nicht, leider Gottes, nicht nur nette Nachbarn. Ne? Also muss ich leider Gottes dazu sagen. Ja, da habe ich gesagt, ja, okay, gar kein Thema. Ich versuche so schnell wie möglich eine Garage zu finden. Ich hatte bis dato keine Garage, weil es mich eigentlich nicht so interessiert hat, weil es ja auch keinen gestört hat. Ja. Aber naja, so ist es jetzt gemalt. So, jetzt ist Micha natürlich auch hinter mir mit seinem privaten Pkw. Jetzt bringen wir den gemeinsam in die Garage. Ja. Und da zeigen wir euch, wie er von außen befohlt aussieht und wie er später einmal aussehen wird. Ja, steckt natürlich ein bisschen Arbeit drin, hat mich natürlich ein bisschen ärgert. Micha hatte den kurz bevor er ihn mir gegeben hat, denkt jetzt nicht für umsonst oder so, um Gottes Willen, ich muss Micha dafür auch Geld geben. Micha musste den ja auch bezahlen von seinem Chef aus. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Es steckt natürlich viel Arbeit drin, weil, wie gesagt, Micha hatte den kurz bevor er mir gegeben hatte, verliehen. Und ich weiß nicht, ob die eine Bordsteinkante mitgenommen haben. Auf jeden Fall ist die Beifahrerseite vorne die Feder, hoffentlich ist es nur die Feder, gebrochen. Das seht ihr aber alles mal in späteren Videos, weil der Bus wird jetzt nach und nach aufbereitet, wird auch ein Film von gemacht werden. Deswegen konnten wir auch keine Lost Place machen. Es tut mir wirklich leid, aber die Projekte, die wir jetzt haben oder vorhatten, konnten wir halt nicht machen, weil 40 Grad, ihr wisst selber, wie warm es die letzten Tage war. Und ja, da habe ich zu Micha gesagt, ich habe noch zwei, drei alte Videos aus Rheinland-Pfalz noch oder Nordrhein-Westfalen. Ich lade die hoch und ja. Aber es regnet jetzt, es sieht alles gut aus, dass wir wieder Projekte machen können. Es ist nicht so, dass wir hier kein Houseplace haben oder so, um Gottes Willen. Nur halt, wir wollten mal die großen Projekte mal machen, die im Wald sind. Und ich habe zu Micha von vornherein gesagt, ich habe darauf keinen Bock, das ist mir ein bisschen zu heikel. Wenn da wirklich mal ein Brand ist und wir kriegen das nicht mit, und jeder, der selber Houseplace macht, weiß, wie lange man in so einem Houseplace drin ist. Ne?
Ja. Deswegen hatten wir halt, hatte ich halt nur die zwei alten Videos genommen. Also verzeiht mir das, es ist auf meinen Mist gewachsen. Ja. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf das neue Projekt jetzt mit dem Bus. Kommt dieses Jahr noch Mallorca Spezial. Also Micha und ich fliegen eh und eh in Urlaub. Ich glaube, ich fahre Micha gerade ein bisschen zu schnell hier durch die Ortschaft. Weil Micha fährt leider Gottes immer nach Straßenverkehrsordnung. Sollte ich eigentlich auch machen, aber 10 km/h tun nicht weh. Auf jeden Fall gibt es Mallorca Spezial. Micha und ich fliegen im Urlaub. Ich bin E&E urlaubsreif, Micha auch. Und da haben wir uns gedacht, wir machen auf Mallorca ohne Ausweis. Nicht viel, ein oder zwei, was ich da gefunden habe. Und der Rest Urlaub. Genau. Gut, wir sind gleich an meiner Garage angekommen. Ja, und dann seht ihr auch den Bus das erste Mal. Und dann wird ihr natürlich auch Micha sehen. Ne? Der ist natürlich hinter mir. Dann bis gleich. Auf jeden Fall. Micha, Dampfer. Der Dampfer, das hat alle keinen Zweck. So, liebe Leute, jetzt zeige ich euch ein gutes Stück. Ach so, meine kleine, bescheidene Garage. Wir haben gerade festgestellt, es hat ein bisschen Rind geregnet. Aber da rufe ich den Vermieter an, da ist, macht der da neu. Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Die ganze Zeit hat es geregnet, ne? Ja, doch, wenn wir nachher unterwegs sind, Dauerregen. Ja, aber es war gut, weil keine Polizei unterwegs war. Wir haben keine Kennzeichen dran. Also schon, aber abgemeldet. So, wie ich ja euch schon in den Videos gerade gesagt habe, für die etwas größeren Projekte wird er dann da sein. Die Werbung, das ist alles Micha seine komische Firma. So sieht er eigentlich aus. Und so sieht er aus, wenn er fertig ist. Schwarz, rabenschwarz. Wie er jetzt von innen aussieht, das ist ja eigentlich jetzt mal auf jeden Fall noch egal. Auf jeden Fall wird drinnen im Innenraum ein bisschen was passieren. Auf jeden Fall werden die Spielzeugboxen da rausgebaut, weil die Spielzeugboxen, das ist so ein Blechzong, das ist, ich weiß nicht, wie lange du das so ausgehalten hast. So cool, ja. Jahrelang. Ja. Das ist noch ein Name hier. Also 0815. Also Mercedes ist ein schönes Auto, aber die Anlage, die sie da eingebaut haben, die ist, naja. Blech. So, auf jeden Fall, das gute Stück kommt jetzt da rein. Dann drücken wir das gute Stück da mal rein, ne? Du musst hinten stehen, wegen, nicht dass ich gegen eine Wand bretter und auf der anderen. Nicht dass ich dann auf der anderen Seite wieder rauskomme. Achso, 10 Meter. Das kannst du noch. So, auf jeden Fall steht er jetzt drin. Genug Platz ist. Meine Tür geht auf. Fahrertür geht auch noch so ein bisschen auf. Ich sehe jetzt das erste Mal, dass Micha hier die Folie abmacht. So, ihr warten hier, bis du mal aus der Hilfe kommst. Deswegen. Ja, kannst du mal was Sinnvolles machen, ne? Gute Idee. Dampfen. Genau, und ich werde jetzt mal meine Blasen leeren. In dem Sinne, Leute, das war ein kleines, feines Video von uns beiden. Nichts Gravierendes. Ihr wisst, es kommt jetzt demnächst öfters mal ein Projekt mit dem Bus. Wenn die Wetter wieder so sind, wie es war mit Waldbrandgefahr und so, machen wir hier und eh keinen Lost Place. Daher wird dann eher Busteil kommen. Mit mir allein oder mit Micha zusammen, das kann ich euch nicht sagen. Kommt nochmal drauf an, wie Micha Lust hat. Gar nicht. Also mache ich den kompletten Bus alleine. Also kann ich tun und machen, was ich will mit dem Bus. Also sprich, der Zweisitzer hier. Die zwei Sitze fliegen dann raus und Micha kommt dann oben auf dem Dach. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, liebe Leute. Abonniert nicht seinen Kanal. Lohnt sich nicht? Lohnt sich wirklich nicht. Lohnt sich auch nicht, unseren Kanal auch mal zu abonnieren. Lohnt sich wirklich nicht. Also wir sind ja auch bekloppt. Wir sind bekloppt, weil wir das machen. Also Kommentar von Zuschauer. Danke auf jeden Fall, dass du uns bekloppt genannt hast. Wissen wir selber. Deswegen machen wir das ja hier auch. Genau. Also daher.
Ja, auf jeden Fall. Das Gegenteil zu genau, das wäre ja so weit von gelogen, um das Gegenteil zu behaupten, dass wir nicht bekloppt sind. Also, gut. In dem Sinne, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass keine richtigen Videos von uns gekommen sind. Es wird sich jetzt ändern. Es hat geregnet. Wir können wieder Lost Place Videos drehen. In dem Sinne, euch noch einen schönen Freitagabend. In dem Sinne, ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao, ciao.